Die Sprühdose. Aha, Fußspuren, das habe ich mir gedacht. Sind das eure Fußspuren? Nicht unsere. Was ist denn auf euren Schuhen? Was habe ich mir nur eingebrockt? Elisa, was für ein schrecklicher Geruch. Was ist das? Das ist Gift. Warum brauchen wir Gift? Ich vermute schon eine ganze Weile, dass hier irgendwas in unserem Labor lebt. Also habe ich gestern, als es dunkel wurde, heimlich den Tisch mit Mehl bestreut. Und was? Hier, sehen Sie, Fußspuren. Und ich werde sie zerstören. Zerstören? Kommen Sie nicht von selbst drauf? Kakerlaken überall. Eine Kakerlake, das denkt sie von dir. Woher wollen Sie wissen, dass das Kakerlaken sind? Was soll es denn sonst sein? Nun, vielleicht eine Spinne? Nun, Spinnen sind süß. Und nett ebenfalls. Aber wo ist dann das Spinnennetz? Ich weiß es nicht. Ganz genau. Das sind Kakerlaken. Das Zeug ist widerlich. Wo kommt das Zeug her? Es kommt aus einer Aerosolsprühdose, Nolik. Aerosol besteht aus winzigen kleinen Teilen und Partikeln, die ziemlich lange in der Luft hängen können. Staub, Rauch und Nebel. All das ist Aerosol. Menschen haben vor langer Zeit gelernt, wie man Aerosol herstellt. Man hat eine Flüssigkeit genommen, die Mücken abweist und in eine Dose gefüllt und Gas hinzugegeben. Wenn man den Knopf drückt, drückt das Gas die Flüssigkeit durch ein winziges Loch. Und so funktioniert ein Insektenspray. Dieses Spray wird die Fixes vergiften. Wir müssen Elisa unbedingt aufhalten. Lasst uns die Sprühdose zerstören. Das können wir nicht machen. Und was, wenn wir sie mit Schlagsahne auswechseln? So ein Quatsch. Wir müssen Elisa überzeugen, dass es nämlich eine Spinne war und nicht Kakerlaken. Spinnen findet sie süß. Du hast recht. Lasst uns Buggy suchen. Sprühdosen werden ganz unterschiedlich verwendet. Sie sind zum Beispiel sehr praktisch, um Medizin in einen geschwollenen Hals zu sprühen. Sie können genutzt werden, um die Luft mit dem süßen Duft von Parfüm zu erfüllen oder um unangenehme Gerüche mit Deodorant zu übersprühen. Mit Sprühdosen kann man auch sehr gut Farbe auftragen. Damit kann man sehr gleichmäßig malen. Manche Sprühdosen werden sogar für Essen gebraucht. Aber in Sprühdosen können auch tödliche Gifte sein, wie Insektenspray. Passt also auf, welches Spray ihr benutzt. Und ihr müsst immer vorsichtig mit Sprühdosen umgehen, damit niemand in eurer Umgebung verletzt wird. Eine Sprühdose darf man niemals öffnen, auseinandernehmen oder in sie hineinstechen. Und Spraydosen dürfen niemals erhitzt werden oder in die Nähe eines offenen Feuers geraten, denn sie beinhalten Gas, das explodieren kann. Warte doch! Buggy, hab keine Angst. Wir sind deine Freunde, stimmt's? Kannst du uns helfen, bitte? Das sind ja neue Spuren. So, liebe Kakerlaken, das wird euer Untergang. Bist du bereit? Dann los! Schnell! Oh, verschone Buggy! Nein! Du bist so süß. So eine süße Spinne. Wollen wir Freunde sein? Es hat geklappt. Ich hoffe, jetzt wird sie niemanden mehr vergiften. Meine kleine Spinne, ich hätte dich ja fast vergiftet. Spinne, wohin gehst du? Wir sind doch Freunde. Ja, das war eine gute Idee. Sei lieber mit uns befreundet. Buggy, warte. Sie ist sauer.
Wegen uns wäre sie fast vergiftet worden. Sie wird uns schon verzeihen, wenn wir uns nett entschuldigen. Der Regenschirm. Warum funktioniert das nicht? Das werden wir gleich sehen, Kollege. Zuerst schalten wir das Hubwerk aus. Ansonsten... Ah, Spule, da bist du ja endlich. Wo warst du denn? Ich habe einen Schirm gesucht. Was? Wozu brauchst du einen Regenschirm? Weil es heute in Strömen regnen soll. Wie kommst du denn darauf? Habe ich gehört. Gehst du schon los? Ja, ich muss das Auto rechtzeitig waschen. Ah, dann nehme ich einen Schirm mit. Hm? Du kennst das, Omenschatz. Wenn du dein Auto wäschst, wird es regnen. Oh! Tom Thomases Mama hat nur einen Witz gemacht. Über Omen lacht man nicht. Es wird ganz sicher regnen. Aber mit einem Schirm macht das nichts. Der Regenschirm ist eine antike Erfindung, fast 3000 Jahre alt. In China und Ägypten machten sich Menschen Schirme aus Blättern, Federn und Papier. Die Diener mussten sie über den Köpfen der Könige halten, um sie vor der Sonne zu schützen. Als Schirme in Europa modern wurden, begannen die Leute, sie als Regenschutz zu nutzen. Am praktischsten sind Schirme, die man zuklappen kann. Ihr Design ist sehr einfach. Die Stoffenden werden an den Schirmrippen befestigt. Wenn man ihn öffnet, breiten sich die Rippen in alle Richtungen aus und dehnen den Stoff über eure Köpfe aus. Mit automatischen Schirmen geht das sehr schnell. Sobald man den Knopf drückt, öffnet sich der Schirm sofort und eure Kleidung bleibt trocken, als gäbe es keinen Regen. Ein geschlossener Schirm kann als Spazierstock dienen. Und wenn sich der Griff auch einklappen lässt, dann kann man ihn in einer Tasche verstauen, wenn er nicht gebraucht wird. Also, die Kontakte sind in Ordnung. Und alle Kabel sind am rechten Ort. Was ist dann das Problem? Ich weiß nicht. Wir werden es austesten. Spule, leg den Schirm beiseite. Aber was ist mit dem Omen? Ach, ein Omen allein zählt nicht. Ich brauche einen Schraubenzieher. Verstanden. Wird ausgeführt. Oh, die Gelenke des Manipulators quietschen, hm? Das ist auch ein Omen für ihn. Ein Omen, dass sie geölt werden müssen. Hilfst du mir? Warte kurz. Dann helfe ich dir. Danke. Siehst du? Du mit deinem Omen. Es wird trotzdem regnen, das weiß ich. Siehst du die welkenden Blumen im Topf? Ist das kein Omen? Die Blumen hängen herab, weil Elisa im Urlaub ist. Und mein verehrter Kollege vergessen hat, sie zu gießen. Oh, ja. Gleich nach der Reparatur werde ich sie gießen. Versprochen. Ah, deswegen funktioniert es nicht. Dieses kaputte Teil hier muss ersetzt werden. Los, helft mir. Ich flieg ins Lager und hol ein neues. Feuer fliegt aber tief, hm? Aha, na und? Wenn Vögel sehr nah am Boden fliegen, dann... Ha, Feuer ist doch kein Vogel. Aber er fliegt tief, siehst du's nicht? Spule, gib mir den Schmiedehammer, okay? Und leg den Schirm jetzt weg. Schau, der Himmel ist völlig wolkenlos. Weil es früh am Morgen ist. Dieses Omen kennt ihr sicher. Wenn morgens keine Wolke am Himmel schwebt, wird es am Nachmittag... Es reicht. Wir sind drinnen. Mit einem Dach überm Kopf. Es kann hier nicht regnen. Schaut, es regnet. Seht ihr? Ich hab's gesagt. Und ihr habt mir nicht geglaubt. Ich will probieren, mal zu spazieren. Aber es regnet den ganzen Tag. Doch das hilft mich nicht fern, denn ich mag ihn sogar gerne. Mit meinem Regenschirm geh ich, wohin ich mag. Ich nehm den Regenschirm, den guten Regenschirm. Öffne den Regenschirm und geh hinaus. Regenschirm, mein Lieblingsregenschirm. Ohne den Schirm geh ich nicht raus. Wenigstens muss ich die Pflanzen nicht mehr gießen. Da haben Sie recht. Ich will probieren,
bald scheint die Sonne, der Tag beginnt. Doch hab ich eine Ahnung bezüglich meiner Planung. Vergiss den Schirm und es regnet ganz bestimmt. Ich nehm den Regenschirm, den guten Regenschirm. Öffne den Regenschirm und geh hinaus. Regenschirm, mein Lieblingsregenschirm. Ohne den Schirm geht. Die Kopie. Elisa, ach egal, ich hab's gefunden. Ah, nein, doch nicht. Elisa, Elisa! Ich höre Sie. Ich komme, Professor Eugenius. Hast du diesen Regenschirm gesehen? Sieht aus, als hat der Professor wieder seinen Schirm verloren. Der Flyer! Sieh, wie viele Flyer da sind. Nolik, das sind alles Kopien von einem Flyer. Elisa druckt viele davon, damit sie sie in der ganzen Stadt aufhängen kann. Ein Kopierer ist ein Gerät, mit dem man viele Kopien von einem einzigen Bild oder Dokument machen kann. Ein Bild, das kopiert werden muss, wird auf eine Glasscheibe gelegt unter einem Deckel. Der Fotokopierer bestrahlt es dann mit hellem Licht, damit er ein klares Foto machen kann. Dann wird das Bild auf Papier gedruckt, mit Hilfe besonderer Tinte und einer sich drehenden Walze. So kann man identische Kopien wieder und wieder von einem Original machen, bis die Tinte oder das Papier alle sind. Was ist passiert, Professor Eugenius? Mein Aktenkoffer, ich finde ihn einfach nicht. Ach, Sie sind so zerstreut. Erst war es der Regenschirm, jetzt der Aktenkoffer. Oh, ist das für mich? Ich mach das nicht mit Absicht. Oh. Nun, wir finden Ihren Aktenkoffer. Ich designe dafür einen Flyer und drucke ihn auch gleich aus. Jetzt weiß ich's wieder. Sie wissen wieder, wo Ihr Aktenkoffer ist? Nicht das. Diesen Morgen habe ich meinen Tee gar nicht getrunken. Ah, also müssen wir Ihren Tee auch noch finden. Es ist so dunkel hier drin. Leise. Elisa kommt hoch. Wir müssen uns verstecken. Wo ist das Bild vom Aktenkoffer? Hier ist der Flyer für einen verlorenen Schlüssel, der für das Handy. Der Flyer, falls der Professor verloren geht. Hier der verlorene Aktenkoffer. Exzellent. Sieht aus, als sei die Luft rein. Und wo ist Nolik? Da ist Nolik. Gedruckt. Er steckt im Kopierer fest. Wir müssen ihn sofort retten. Ihn retten? Wir müssen alle gerettet werden, Spule. Wenn Elisa diese Flyer aufhängt, dann wird die gesamte Stadt die Fixies entdecken. Also was sollen wir tun? Warte. Oh, wir können dieses Deckweiß benutzen, um Nolik zu übermalen. Simka, sieh, da ist noch ein Nolik. So, da ist noch einer. Verdeckt ihn gut. Und hier. Nicht jeder hat die Möglichkeit, die Gemälde der großen Meister live zu sehen. Aber dank der Kopiertechnologie sind diese Bilder auf der ganzen Welt bekannt. Junge Maler und Bildhauer lernen ihr Handwerk, indem sie die Werke der alten Meister studieren und kopieren. Es ist wichtig, Kopien von wichtigen Dokumenten zu haben, für alle Fälle. Was, wenn das Originaldokument zerstört wird? Dann gibt es wenigstens eine Kopie. Kopien sind normalerweise sehr hilfreich, aber nicht alle Kopien sind gut. Einige Kopien namens Fälschungen sind schlecht. Eine Fälschung ist die Kopie eines Bildes, Dokuments oder sogar von Geldscheinen, die als Originale ausgegeben werden. Gefälschte Kopien zu machen ist illegal. Man kann sogar für solche Kopien ins Gefängnis kommen. Und etwas hier. Und wir mussten jede einzelne Kopie nehmen und sie übermalen. Damit die Menschen nichts über die Fixies herausfinden. Schade, dass ich nicht dabei war. Ich hätte euch helfen können.
Professor. Ich gehe. Oh? Da sind sie ja. Haha, Elisa. Elisa, Elisa. Sie ist gegangen und hängt die Flyer auf. Ja, und ich habe den Koffer und den Schirm selbst gefunden. Ich rufe sie an und sage es ihr. Wo ist mein Handy? Habe ich es verloren? Keine Sorge, Professor. Wenn Sie es nicht finden, Elisa hat bestimmt ein Foto von Ihrem Handy. Hauptsache, Elisa geht jetzt nicht auch noch verloren. Keine. Hurra, Mittag! Tom Thomas, du legst deinen Ball auf den Tisch? Der ist doch dreckig. Weißt du nicht, wie viele Keime darauf sind? Wasch dich schnell. Guck, alles sauber. Hier, komm, für dich. Das habe ich gesehen. Geh ins Bad und wasch die Hände. Warum? Hat Kaubacke Keime? Sehr viele. Komm schon, gib ihn zurück. Schon wieder? Hi, Tom Thomas. Mhm. Warum bist du so sauer? Wasch du mal deine Hände 5-mal hintereinander. Keime hier, Keime da. Die existieren sicher nicht mal. Natürlich gibt's die. Sie sind nur so winzig, dass man sie ohne Mikroskop nicht sehen kann. Tom Thomas, lass uns in das Büro deines Papas gehen. Er hat doch ein Mikroskop. Und so können wir uns die Keime ansehen. Keime und Mikroben sind so kleine Kreaturen, dass wir sie nur mit einem Mikroskop sehen können. Aber sie leben überall. In der Erde, im Wasser, in der Luft. Sie sind überall. Auch auf uns. Manche Mikroben können sich bewegen durch kleine Filamente oder Schwänze. Die meisten Keime sind harmlos, aber es gibt auch gefährliche. Geraten sie in euren Körper durch die Nase oder den Mund, könntet ihr Halsschmerzen oder Bauchschmerzen bekommen. Dreh noch ein bisschen. Stopp. Und jetzt schau hinein. Das ist ja schrecklich. Hey, lass mich auch sehen. Wow, die sind ja gruselig. Wartet mal. Hab ich wirklich auch Keime, die auf meinen Händen leben? Du sagst es. Aber ich habe sie gewaschen. 7-mal. Mit Seife? Nein, nur Wasser. Du musst Seife nehmen, wenn du Keime loswerden willst. Nicht nur Wasser. Also, welche Seife soll ich nehmen? Egal. Diese oder diese. Sie sind beide antibakteriell. Sie töten also Bakterien. Und was ist mit Keimen? Sterben sie auch? Natürlich. Bakterien sind nur eine andere Bezeichnung für Keime. Sie sind dasselbe. Wasch dich. Tom Thomas, gib mir einen Tropfen der flüssigen Seife. Ich möchte richtig saubere Hände. Gut gemacht. Weiter so. Wow, wir sind sauber. Lass uns das Puzzle zusammensetzen. Alles klar. Oh, sind da nicht viele Keime auf jedem Teil? Und sie sind auf dem Fußball. Was sollen wir tun? Ich denke, wir waschen sie mit Seife. Nein, das ganze Zimmer. Hast recht. Umgeben von Millionen von unsichtbaren Bakterien. Dazu zählen auch die, die Krankheiten auslösen. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge, wenn man folgende einfache Regeln befolgt. Esst nur gewaschenes Obst und Gemüse. Haltet euer Zuhause sauber und wascht die Hände gründlich mit Seife. Am besten mit antibakterieller Seife. Und zwar jeden Tag. Antibakterielle Seife schützt euch ein paar Stunden lang nach dem Händewaschen. Sie reinigt nicht nur eure Hände, sondern hält auch Bakterien davon ab, sich zu vermehren. Es gibt auch nützliche Bakterien. Manche Bakterien können in Milch gegeben werden, um Joghurt und Hüttenkäse herzustellen. Andere werden für die Reinigung von Wasser eingesetzt. Sogar im Inneren des Menschen sind viele nützliche Bakterien, die dem Körper helfen, Essen zu verdauen. Ah, Nolik, was denkst du? Gibt es Mikroben, die auf Seife leben? Ich weiß nicht. Wir sollten die auch waschen, um sicher zu gehen. Hey, was macht ihr zwei hier? Wir waschen die Seife. Mit Seife.
damit keine Keime drauf sind. Das ist nicht euer Ernst. Hört zu, alle Keime loszuwerden ist unmöglich. Und unnötig. Ihr müsst euch nur vor den Schlechten schützen. Ah, Bakterien? Null. Tom Thomas, ich muss kurz rein und dein Zimmer säubern. Aber ich hab schon alles geputzt. So ein braver Junge. Der Tisch glänzt ja. Alles ist so sauber hier. Gut gemacht. Was ist los? Gar nicht. Du wirst doch nicht krank, oder? Nein. Tom Thomas, du hast das wirklich toll gemacht, aber du gehst etwas zu weit mit dem Putzen. Verstehst du? Ich verstehe. Und verstehst du's? Ich? Was denn? Das Allerwichtigste ist, dass du deine Hände mit Seife wäschst. Okay. Auf die Keimbekämpfer! Ihr macht die Welt wieder sicher. Wieder ein paar Keime weniger. Der Fernseher. Sieh genau hin. Erst nehme ich etwas vom Gelb, dann etwas Blau. Dann mische ich sie. Und jetzt haben wir die Farbe Grün. Ist das nicht toll? Cool. Und das klappt nicht nur beim Malen. Dein Fernseher funktioniert ganz genauso. Wirklich? Unglaublich. Das ist peinlich. Nolik, du solltest das doch wissen. Wir leben doch in dem Fernseher. Zusammen mit Papus und Marcia. Komm schon. Der Bildschirm eines Fernsehers besteht aus winzigen leuchtenden Punkten, die rot, grün oder blau sind. Wenn grüne und blaue Punkte gleichzeitig leuchten, sehen wir die Farbe hellblau, wie bei einem klaren blauen Himmel. Wenn grün und rot leuchten, sehen wir eine gelbe Sonne. Und wenn alle drei Farben hell zusammenleuchten, dann sehen wir weiß auf dem Bildschirm. Vielleicht ist das schwer zu glauben, aber es ist wahr. Alle Farben auf dem Bildschirm bestehen aus nur drei Farben. Rot, grün und blau. Also alles, was wir auf dem Fernsehbildschirm sehen, hat nur drei Farben. Rot, grün und blau. Ist das nicht toll? Woher weißt du das alles, hä? Übrigens, wahrscheinlich solltest du bald einen neuen Fernseher bekommen. Was meinst du? Klar. Toll. Dann nehme ich den hier mit. Zur Arbeit. Wir machen gerade eine Reportage über alte Geräte. Hurra! Ich bekomme einen mega coolen neuen Fernseher. Simka Nolik, habt ihr das gehört? Seid ihr hier? Wahrscheinlich sind sie nach Hause gegangen. Einen Moment. Ihr Zuhause ist der Fernseher. Das war doch so ein schönes Zuhause. Das ist okay. Dann ziehen wir eben in einen anderen Fernseher. Den in dem Wohnzimmer? Warum nicht? Das ist ein schöner neuer mit einem riesigen Flachbildschirm. Wir werden das Sofa hier lassen müssen. Was? Wir haben nicht genug Platz im anderen Fernseher. Dann ziehe ich da nicht ein. Wohin sonst? In den Kühlschrank? Nein, danke. Meine Nase läuft. Was ist mit dem Herd? Oh. Und was ist mit uns? Du hast doch gesagt, dass Kinder einem Herd nicht zu nahe kommen sollen. Wie wär's denn mit der Mikrowelle? Nein, es ist gefährlich dort. Dann ins Klavier. Welches Klavier? Es gibt kein Klavier in Tom Thomas' Wohnung. Schade. Ein Klavier wäre der schönste Ort für ein neues Zuhause. Hä? Sieht aus, als sind wir schon in einer Schachtel. Wir sitzen fest. Gut. Ah. Papa! Hey, Papa! Ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte keinen neuen Fernseher. Warum willst du keine neuen? Ich hab mich so daran gewöhnt. Du bist ein Müllsammler. Genau wie du, Papa. Menschen hatten immer den Traum, etwas weit Entferntes sehen zu können. Wir alle kennen Märchen mit Kristallkugeln und Zauberspiegeln. Aber das Wunder des Fernsehers begann erst vor 100 Jahren. Die Bildschirme auf den ersten Apparaten waren so klein, dass Menschen Lupen nehmen mussten, damit das Bild groß genug war, um es sehen zu können. Seit den ersten Fernsehern änderten sich mit der Zeit sowohl das Innere als auch das Äußere dieses erstaunlichen Gerätes. Sperrige Fernsehröhren wurden ersetzt durch elektronische Chips. Bildschirme wurden größer und größer. Fernseher sind nun nicht mehr sperrig, sondern sie haben große, flache Bildschirme, die sogar an der Wand hängen können, wie ein Bild. Und bald könnte es sogar möglich sein, dass man Fernseher wie eine Matte zusammenrollen und sie überall mit hinnehmen kann.
Alles klar, ich stelle ihn zurück. Unter einer Bedingung. Wenn er kaputt geht, kaufen wir dir sofort einen neuen. Ja, klar. Mit uns geht ja niemals kaputt, richtig? Nie und nimmer! Oh, da haben wir es. Die Farben sind vollkommen falsch, siehst du? Anscheinend müssen wir ihn doch wegwerfen. Warte, das wird schon gleich wieder. Pass auf. Eins. Zwei. Und. Drei. Wie hast du das gemacht? Ich habe nur die drei Farben gemischt. Wie gesagt, rot, grün und blau. Tisch! Vitamine. 7 mal 5 ist 35. 7 mal 6. Moment mal. Es ist. Komm, Thomas! Bist du bereit? Wofür? Den Spaziergang. Schon vergessen? Oh. Ja, ich habe solche Probleme mit meinem Gedächtnis. Ich versuche, diese Tabelle auswendig zu lernen, aber ich schaffe es nicht. Wenn du dein Gedächtnis verbessern willst, brauchst du Vitamine. Vitamine? Und? Wie läuft es, Tom Thomas? Nicht gut. Ich kann mir nichts merken. Lernen bringt mir gar nichts. Hey, lass dich nicht entmutigen. Wir helfen deinem Gedächtnis. Mit Vitaminen. Oh, jetzt sagst du das auch schon. Wer denn noch? Nur ein Schulfreund. Na, alles klar. Vitamine sind sehr wichtig für die Gesundheit, auch wenn man nicht so viele davon braucht. Zum Beispiel ist Vitamin A wichtig für gute Augen und Wachstum. Vitamin C hilft uns, nicht krank zu werden. Vitamin D macht Zähne und Knochen stark. Normalerweise bekommt man Vitamine, die man braucht, indem man Obst, Milchprodukte, Gemüse und anderes gesundes Essen isst. Aber wenn man immer noch nicht alle Vitamine bekommt, die der Körper braucht, empfehlen Ärzte, besondere Vitamintabletten zu nehmen. Okay, nimm dir etwas Obst und Gemüse. Und ein paar Beeren. Die haben auch viele Vitamine. Vergiss es. Wir wollen dein Gedächtnis mit Vitaminen stärken. Und gleichzeitig kannst du die 1x1-Tabelle lernen. Ah ja, da sind 3 Kirschen auf jedem Haufen. Tom Thomas isst 5 Haufen. Na los, iss es. So, jetzt kommt die Frage. Wie viele Kirschen hat Tom Thomas insgesamt gegessen? Ich weiß nicht. Was sagst du? Ich sagte, ich weiß es nicht. Dann zähl doch die Kerne. 15. Das stimmt. Das heißt, 3 mal 5 ist 15. Und löse jetzt mein Problem. Tom Thomas hat 3 Paar Äpfel gegessen. Das ist einfach. Die Antwort ist 6. Ich habe leider nicht mehr Äpfel gefunden. Tom Thomas, nicht schlapp machen. Um das Problem zu lösen, musst du die Äpfel essen. Sie haben Vitamine. Ich kann nicht mehr essen. Iss weiter. Sie haben Vitamine. Wir haben sowieso nicht genug Karotten, damit ich lerne, mit 9 zu multiplizieren. Na gut, du. Dann helfe ich dir. Um 2 mit 3 zu multiplizieren, muss man nur 3 Zweien addieren. Es ist viel schwerer, eine Zahl mit 9 zu multiplizieren. Es dauert zu lange, das zu addieren. Deswegen soll man in der Schule diese Tabelle auswendig lernen. Aber man kann ganz einfach 9 multiplizieren, ohne die Tabelle oder einen Taschenrechner. Angenommen, ihr wollt 3 mit 9 multiplizieren. Legt eure Hände vor euch mit dem Handrücken nach unten. Jetzt nehmt den 3. Finger von links und beugt ihn nach unten. Was sehen wir? Da sind 2 Finger links vom gebeugten Finger und 7 Finger rechts.
2 und 7 bedeutet, die Antwort ist 27, verstanden? Toll! Lösen wir noch eine Aufgabe. Was ist 7 mal 9? Hier sind 6 Finger und dort 3. Das stimmt. Die Antwort lautet 63. Tom Thomas, hast du all das gegessen? Aber du hast mir doch gesagt, du musst Vitamine essen. Deswegen habe ich diese Vitamine mitgebracht. So wenig? Wieso denn wenig? In diesem Glas ist genug für einen Monat. Los, nimm eine. Die sind sehr gut für dich. Sie schmecken auch gut. Stimmt. Besser als die Zwiebel. Oder der Rettich. Kann ich noch eine haben? Nein, das reicht. Du solltest nicht mehr als eine Vitaminkapsel pro Tag nehmen. Ich weiß noch, wo ich das gesehen habe. Das gleiche Glas mit dem grünen Deckel habe ich bei Katja gesehen. Übrigens, wie sieht's aus mit der Multiplikationstabelle? Angenommen, du und Katja nehmt jeder eine Vitamintablette pro Tag. Also, wie viele habt ihr nach 9 Tagen gegessen? Die Antwort ist 18. Ha, gut gemacht. Es wird besser. Vitamine helfen wirklich. Musiknoten. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh, ihr führt aber wirklich ein geistreiches Gespräch. Geht das schon eine Weile so? Ja. Nein. Simka, sag bitte Nolik, was das ist. Ein Geschenk, oder? Aha, von Katja. Und es hat einen Geheimcode. Genau hier, siehst du? Ha, das ist kein Geheimnis. Das sind Noten. Musiknoten. Ha, siehst du? Habe ich doch gesagt. Dieses Gekritzel soll Musik sein? Das glaube ich nicht. Komm schon, jetzt sagen es schon zwei Menschen. Simka ist aber kein Mensch. Sie ist ein Fixie. Jedenfalls sind wir in der Überzahl. Ihr habt euch gegen mich verschworen. Wir verschwören uns nicht gegen dich, Nolik. Musik ist etwas, was man spielen kann oder was man mit den Ohren hören kann. Aber das ist nicht alles. Man kann sie auch aufschreiben. Wenn wir Worte aufschreiben wollen, nutzen wir Buchstaben. Und wenn wir Musik aufschreiben wollen, nutzen wir besondere Symbole, Musiknoten genannt. Es gibt 7 Noten, C, D, E, F, G, A und H. Je höher der Ton, desto höher sitzt die Note auf den 5 horizontalen Linien, den Notenlinien. Noten, die so aussehen, dauern länger. Und solche Noten sind kurze, schnelle Töne. Dank der Noten kann man Musik wie ein Buch lesen und sie anschließend spielen oder singen. Bis ich euch nicht spielen höre, was da angeblich steht, glaube ich euch kein Wort. Worauf denn? Du weißt, dass wir keine Instrumente haben. Da spielt es mit Löffeln. Hältst du dich für lustig? Hey, hört auf zu streiten. Ich weiß, wie wir das Lied spielen können. Mit Hilfe von Wasser. Wasser? Nur um sicher zu gehen. Versucht ihr, die Musik zu spielen oder wollt ihr sie waschen? Genau. Gieß ein, Tom Thomas. Etwas mehr. Hörst du, wie sich der Klang verändert? Stopp. Und jetzt? Gieß etwas Wasser in das nächste Glas, bis du diese Note hörst. Nämlich schau. Ha! Stopp! Jetzt hast du's. Und jetzt hier? Ja. Uns fehlt immer noch eine Note. Und was soll ich machen, wenn meine Mama heimkommt? Was soll ich sagen, was ich mache? Dass du lernst, Musik zu spielen und dabei noch Geschirr spülst. Das war's. Das war das hohe C. Jetzt haben wir alle Noten, die wir brauchen. C, D, E, F, G, A, H und C. Cool. Los, Tom Thomas, spiel. Wie wär's, wenn wir alle zusammen spielen? Musikalische Töne können auf ganz verschiedene Weisen produziert werden. Violinen und Cellos werden mit einem Bogen gespielt. Wenn der Bogen gegen die Saiten gerieben wird, vibriert die Saite, als ob sie zittert. Dabei entsteht ein wunderschöner Klang. Eine Gitarre hat auch Saiten
Aber hier entsteht der Klang, wenn sie gezupft werden. Und in einem Klavier sind besondere Hammer, die die Saiten anschlagen, wenn der Pianist die Tasten nach unten drückt. Instrumente wie Trompeten, Posaunen und Flöten und Klarinetten machen Töne, wenn man in sie hineinbläst. Deswegen nennt man sie Blasinstrumente. Es gibt sogar Instrumente, die Klang erzeugen, wenn ein befeuchteter Finger über sie streicht. Versucht mal, euren Finger zu befeuchten und ihn auf dem Rand eines Weinglases zu reiben. Mit etwas Übung werdet ihr einen bezaubernden Klang hören. Und? Seid ihr beiden bereit? Ja! Alle zusammen! Das kenne ich! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag, Tom Thomas! Zum Geburtstag viel Glück! Tom Thomas, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Siehst du, Nolik? Und du wolltest nicht glauben, dass das Musik ist. Dafür habe ich zuerst erraten, welches Lied es ist. Hey, danke, dass ihr mir geholfen habt, Katjas Geschenk zu entschlüsseln. Und wie wär's, wenn du ein Lied an Katja schickst? Ja! Wir können Musiknoten zu einem Lied über die Fixies aufschreiben. Die Fixies? Das geht nicht. Wir sollten nicht den Text schreiben, aber wenn es nur die Noten sind, ist es kein Problem. Hurra! Los, spielen wir es. Na klar! Das Sie. Papa, wann kommt Mama zurück von der Konferenz? In einer Stunde. Wie können wir sie überraschen? Wie wär's mit Rosinenbrötchen? Die liebt sie. Das ist eine tolle Idee. Wo sind nur die Rezepte? Ah, hier sind sie nicht. Wo könnten sie wohl sein? Was suchst du da? Ein Rezept. Das ist in der Schublade beim Herd, da drüben. Toll, danke. Hier ist es. Ah, fantastisch. Mal sehen. Was brauchen wir? Milch. Mehl. Eier. Etwas Zimt und Rosinen. Der Zimt ist gleich hier. Aber die Rosinen sind alle. Die Rosinen sind alle. Ohne Rosinen? Nein, Mama liebt die Rosinen. Ah, es ist zu spät. Die Geschäfte sind geschlossen. Müsli! Wir haben Müsli! Na und? Da sind Rosinen drin, schau! Tom Thomas, du bist ja ein Genie! Du kümmerst dich um die Rosinen. Tom Thomas, was nimmt Mama, um den Teig zu kneten? Den Mixer! Wie wär's mit dem Mixer? Keine schlechte Idee. Ich denke nicht, dass du genug Rosinen hast. Und du hast den Teig noch nicht gemacht. Das geht ganz schnell mit dem Mixer. Na gut, Papa. Mal sehen, wer zuerst fertig ist. Komm schon, schneller, schneller! Sei doch kein Tollpatsch. Wenn ihr meint, ihr wärt so toll, warum helft ihr nicht? Na gut, wir helfen. Fang! Was ist los da drin? Wir haben alles von oben genommen. Wir müssten nach unten tauchen. Taucht! Schnell! Papa hat schon fast den Mixer zusammengebaut. Wo sind die Rosinen? Es ist dunkel da unten. Wir können die Rosinen nicht sehen. Dann taucht noch mal. Nein, so wird das nichts. Wir brauchen einen Filter. Um Samen von Hülsen zu trennen, Luft von Staub und Wasser von schädlichen Teilchen, nehmen wir Filter. Der einfachste Filter ist ein Metallnetz. Solche Filter sind in Waschmaschinen installiert und in Geschirrspülern. Sie halten das Wasser sauber, indem sie kleine Schmutzpartikel abfangen. Somit halten Maschinen länger und gehen nicht so schnell kaputt. In anderen Worten, Filter trennen das, was wir wollen, von dem, was wir nicht wollen. Ich glaube, ich weiß, was Mama benutzt. Perfekt! Dieser Filter ist ein Sieb. Nimm die Schüssel und halte das Sieb darüber. Schütte das Müsli hinein. Und jetzt schüttel es, damit die kleinen Teile durchs Sieb fallen. Und die Rosinen drin bleiben. Ah.
Schalter schon an. Dann musst du schneller schütteln. Papa, du spritzt den Teig durch die ganze Küche. Der Mixer ist zu kraftvoll. Der Mixer ist in Ordnung. Der Teig ist zu flüssig. Ihr müsst Mehl hinzugeben. Du brauchst mehr Mehl. Okay, woher weißt du das alles? Schüttel noch mehr. Nicht nötig. Ich habe alle Flocken ausgesiebt. Cool, es hat echt geklappt. Papa! Was? Kann ich dir Rosinen in den Teig tun? Sieh mal an, wie hast du die so schnell ausgelesen? Mit unserem Sieb, Papa. Kennt ihr die Geschichte von Aschenputtel? Ihre böse Stiefmutter ließ sie nicht zum Ball gehen. Stattdessen schüttete sie Erbsen auf einen Haufen Asche und befahl Aschenputtel, alle auszulesen. Aber was die meisten Leute nicht wissen, es waren Fixies, die Aschenputtel halfen, die Erbsen von der Asche zu trennen, mit Hilfe eines Siebes. Das ist wahr. Aschenputtel war eine Freundin der Fixies. Man findet die Spuren der Fixies in vielen Märchen. Erinnert euch nicht der Däumling und die Däumeline an jemanden? Wie haben sich diese winzigen Charaktere in Märchen zurechtgefunden? Es ist gut möglich, dass vor langer Zeit ein Fixie, der etwas tollpatschig war, von einem Geschichtenschreiber entdeckt wurde. Und der wurde zur Inspiration für zahlreiche Märchen. Okay, mach die Augen auf. Tada! Wunderschön. Wessen Idee war das? Tom Thomas. Die sind so gut. Was ist das Rezept? Das ist von Tom Thomas. Und ihr wusstet, dass ich Rosinen liebe. Tom Thomas hat sie aus dem Müsli gesiebt. Gut gemacht, Tom Thomas. Ganz alleine? Das ist doch klar. Tschüss! Das Sportgerät. Nolik? Ich bin nicht hier. Du hast mich nicht gesehen. Was ist los mit dir? Da ist dieses Rennen, das sehr bald beginnt. Jungs gegen Mädchen, ihr Team gegen unsers. Na und? Na und? Ich bin der Kleinste im Team. Ich will nicht alle enttäuschen. Deshalb verstecke ich mich hier, damit mein Team nicht verliert. Gib doch nicht einfach auf. Du kannst lernen, schneller zu rennen, wenn du willst. Meinst du? Natürlich. Deswegen trainiert man schließlich. Du brauchst ein Laufband, um stärker zu werden. Cool. Und wo kriegen wir so eins her? Wir machen es selbst. Sportgeräte wurden erfunden, damit Menschen trainieren können, ohne nach draußen zu gehen. Mit einem Laufband kann man zum Beispiel sehr lange laufen oder rennen, ohne den Ort verlassen zu müssen. Das elementare Teil des Laufbands ist ein Förderband, das von einem elektrischen Motor angetrieben wird. Heutzutage können Laufbänder auch die Geschwindigkeit messen, die zurückgelegte Strecke, den Puls und sogar das Ergebnis des letzten Workouts. So, fertig. Tschüss. Es wird Zeit, mit der ersten Trainingseinheit zu beginnen. Wie soll ich denn bitte schnell rennen lernen, wenn du so langsam drehst? Hey, das war etwas zu schnell. Oh, tut mir sehr leid. Ich hab's. Das nennt man Training. Tom Thomas, was denkst du? Vielleicht habe ich schon genug trainiert? Noch nicht. Du musst noch weitermachen. Ich kann nicht mehr. Hören wir auf. Puh, auf keinen Fall. Dreh weiter. Los! Es gibt alle möglichen Sportgeräte, die uns helfen können, in Form zu kommen. Dieses hier simuliert Skifahren. Es trainiert die Arme, Beine und Herz. Und mit dem kann man rudern, wie mit einem Ruderboot. Und wenn man treten will, garantiert ein Übungsfahrrad ein tolles Workout, egal wie schlecht das Wetter gerade ist. Es gibt auch Kraftsportgeräte. Diese Geräte können helfen, große, starke Muskeln aufzubauen und den Körper in Form zu bringen. Allerdings kann man auch tolle Übungen machen ohne diese sperrigen Geräte. Es gibt zahlreiche, viel einfachere Geräte, die in jeden Haushalt passen. Zum Beispiel eine Stange für Klimmzüge, ein Seil an der Decke zum Klettern, Springseile, Gewichte, Hula-Hoops und Gymnastikbälle. Wichtig ist, etwas zu tun.
Okay, Mädchen, macht euch gefasst. Oh, hab ich eine Angst. Wir zeigen Ihnen, wer hier der Sieger ist. Richtig, Spule? Ich gebe mein Bestes. Spule wird Nolik auf jeden Fall schlagen. Wir müssen den Zahn zulegen. Es wird Zeit, das Rennen zu starten. Teams, seid ihr bereit? Auf die Plätze. Fertig. Los! Aufgrund ihrer höheren Geschwindigkeit. Ah, jetzt werden die Mädchen gewinnen. Nolik wird Spule nie einholen. Spule! Spule! Ah, los geht's! Es scheint, als holt er auf. Du schaffst es! Los, Nolik! Schneller! Schneller! Komm schon, Nolik! 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 Du hast es schon! Los! Seht doch hier! All das Training am Sportgerät hat wirklich geholfen! Wohin gehst du? Das Ziel ist dort! Nolik! Danke, Nolik! Du bist mein Held! Weiter, Nolik! Welches Team hat gewonnen? Wir natürlich. Unentschieden. Tom Thomas, das ist nicht fair. Es war aber eins. Und ein sehr nobles. Alles klar. Wartet nur auf das nächste Rennen. Nolik wird es sicher gewinnen. Jetzt dürft ihr alle fünf auf die Siegertreppe steigen. Oh nein. Alle ersten Plätze sind belegt. Für dich finden wir einen. Schokolade. Tom Thomas, pack es endlich aus. Morgen früh, Nolik. Ich will wissen, was für ein Spielzeug da drin ist. Hab Geduld, Nolik. Es reicht. Ich gehe ins Bett. Fass sie bitte nicht an, okay? Und du öffnest es nicht ohne mich, okay? Abgemacht. Gute Nacht, Nolik. Aha. Was machst du denn hier? Ich habe... Oh, eine Schokokugel mit einem Spielzeug. Wie interessant. Ja, aber voll. Machen wir es auf und sehen hinein. Das geht nicht. Ich habe es von Thomas versprochen. Aber wenn wir aufpassen, merkt er nichts. Die Schokolade liebe ich gerade, weil man sie so schön eingewickelt hat. Ich bin gerade. Jetzt haben wir es gesehen. Tom Thomas wird aber sauer sein, wenn er merkt, dass ihr die Schokolade angefasst habt. Und du? Du hast sie nicht angefasst? Hab ich nicht. Oh, und was ist dann das? Schokolade? Ja, absolut. Es ist eine 100% echte Vollmilchschokolade. Das steht hier. Die wichtigste Zutat in Schokolade sind Kakaobohnen. Sie werden geröstet, zerdrückt und gemahlen. Dann werden die Bohnen gepresst, um das Öl zu extrahieren. Mischt man Butter, Kakao und Zucker, bekommt man dunkle Schokolade. Mischt man Milch hinzu, bekommt man Vollmilchschokolade. Das erwärmt man, gießt es in eine Form und kühlt es wieder ab. Man kann auch Rosinen oder Nüsse hinzugeben. Manchmal wird Schokolade sogar mit Geschmäckern wie Blumen oder Salz gemacht. Schokolade wurde ursprünglich nicht zum Essen gemacht. Sie wurde als ein Trank mit gerösteten Bohnen, Wasser und scharfen Chilischoten verwendet. Nicht alle Erwachsenen konnten es trinken, geschweige denn die Kinder. Heute zählt Schokolade zu den Lieblingssüßigkeiten von Kindern und Erwachsenen. Wie sollen wir sie wieder zusammenbauen? Wie wär's mit Klebeband?
Kommt schon. Zuerst erwärmen wir die Schokolade, damit sie wieder weich wird. Dann können wir eine neue Kugel formen. Und wir machen sie wieder hart. Ja, indem wir sie abkühlen. Die Schokolade, sehe ich gerade, ist bis zur Hälfte einfach weg. Das ist ja schade. Spielzeug rein. Aber wir haben es noch gar nicht gesehen. Oh, es ist so schön. Tom Thomas wird es lieben. Oh, wartet! Was haltet ihr von dieser Idee? Ich habe gerade eine neue Schokolade, die jemand ganz toll eingewickelt hat. Sie ist so schön. Schokokugel? Hast du ein Glück? Vielleicht ist da ein Spielzeug drin? Mhm. Aber ich darf es nicht auspacken ohne Nullig. Kannst du das wirklich nicht ohne ihn? Geht nicht. Wir haben nämlich einen Deal. Deine Schokolade ist sicher köstlich. Na los, nasch ein bisschen. Wenn du das sagst, dann esse ich sie. Aber wir packen das Spielzeug nicht ohne Nullig aus. Lecker. Komm schon, willst du nicht wissen, was drin ist? Wir verraten nichts. Alles klar, ganz schnell. Dann mache ich's wieder zu. Was ist das denn? Ich! Nolik? Wirklich? Wie kommst du da rein? Überraschung! Du warst in dem Behälter, der Behälter war in der Schokokugel und die Kugel... Das ist doch unmöglich. Ihr beiden steckt dahinter. Vielleicht ein bisschen. Moment, Nolik. Du hast versprochen, die Schokolade nicht bis zum Morgen anzufassen. Und du hast versprochen, es nicht ohne mich auszupacken, oder? Die Toilette. Hey, Tom Thomas. Du kannst doch kein Wasser aus der Toilette trinken. Ich trinke es nicht. Was dann? Wäschst du ab? In der Toilette? Komm schon. Was starrst du denn dann da drinnen so an? Ich glaube, die Toilette ist kaputt. Das Wasser hört nicht auf zu laufen. Ja, und? Was meinst du damit? Wir müssen Wasser sparen. Simka, du hast mir das beigebracht. Du hast recht, Tom Thomas. Es ist wichtig, kein Wasser zu verschwenden. Aber das Problem von dieser Toilette liegt woanders. Wo? Im Spülkasten. Fast alle Toiletten haben einen Spülkasten, der Wasser speichert. Wenn nötig, wird das Wasser in die Schüssel gespült. Wasser fließt in den Kasten durch einen Wasserhahn, der mit einem Hebel verbunden ist. Wenn der Wasserstand im Spülkasten steigt, hebt sich der Hebel. Und wenn genug Wasser im Kasten ist, schließt der Hebel den Wasserhahn und das Wasser stoppt. Aber wenn der Hebel bricht, fließt immer mehr Wasser durch das Fallrohr in die Toilettenschüssel. Wir sind gleich wieder da. Sieh mal. Kaum zu glauben, wie schön das ist. Ich sehe, was hier nicht läuft. Der Hebel, auf dem wir stehen, ist aus irgendeinem Grund abgefallen. Deswegen fließt das Wasser hier weiter heraus. Verstehe. Und es fließt immer weiter durch das Rohr in die Schüssel. Und? Was ist das Problem? Der Hebel! Er ist abgekoppelt. Könnt ihr ihn befestigen? Nö, leider nicht. Ohne Papus schaffen wir das nicht. Wir holen Papus und du, Tom Thomas, du bewachst die Tür. Ja, sonst kommt jemand und betätigt die Spülung, während wir im Kasten arbeiten. Dann werden wir runtergespült. Wohin? Direkt in den Abwasserkanal. Und das heißt dann Bye-bye, Tom Thomas, auf immer. Das Abwassersystem ist ein riesiges Netzwerk von Rohren, die unterirdisch verlaufen. Hierhin wird das dreckige Wasser aus Waschbecken und aus Toiletten gespült. Die Abwasserrohre befördern dann das dreckige Wasser in Klärwerke. Dort wird das Wasser gesäubert, bevor es in einen Fluss oder das Meer geleitet wird.
Bevor die ersten Abwasserkanäle entwickelt wurden, warfen die Menschen ihren Dreck einfach durch ihre Fenster auf die Straßen. Och, der Gestank in den Städten war einfach schrecklich. Selbst die ersten Abwassersysteme bekamen den Gestank nicht in den Griff. Dieses stinkige Problem wurde erst gelöst, als die moderne Toilette erfunden wurde. Sie hat unten ein gebogenes Abflussrohr. Das hat einen Geruchsverschluss, sodass der Gestank nicht ins Haus gelangt. Frag nicht warum, aber niemand darf durch diese Tür. Es ist ein Geheimnis, Kaubacke. Tom Thomas, kommst du essen? Nicht jetzt, Mama. Nicht mal einen Keks? Na gut. Hör mir gut zu. Bewache die Tür, damit niemand spült. Und das gilt auch für dich. Oh, das ist ja schrecklich, wie viel Wasser verschwendet wird. Gut, dass ihr das gemerkt habt. Tom Thomas hat das bemerkt. Hä? Nun an die Arbeit. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade duschen. Okay, aber benutze nicht die Spülung. Warum denn nicht? Sie ist kaputt. Wirklich? Mal sehen. Nein, tu es nicht! Ich hab gesagt, du sollst nicht spülen. Papa, warum? Warum weinst du? Wir haben es repariert. Ihr seid hier. Ich dachte, ihr wurdet in das Abwassersystem gespült. Es war sehr knapp, aber Nolik hat uns gerettet. Mich und Papus. Tom Thomas. Warum bist du so traurig? Wegen der Toilette? Aha. Sei nicht traurig, die Toilette funktioniert einwandfrei. Wirklich? Ich musste sie testen. Jetzt muss ich auch gehen und sie testen. Das Programm. Alles klar. Mal sehen. Sag guten Morgen. Guten Morgen. Hebe den Arm hoch und senke den Arm. Es klappt. Ausgezeichnet. Hallo, Professor Eugenius. Hallo, Fixies. Schön, euch heute zu sehen. Was erfinden Sie denn heute? Ich verbessere den Manipulator. Jetzt kann das Gerät sehen, hören und sogar sprechen. Guten Morgen. Oh, wow. Wenn dieses Ding ein Gehirn hätte, dann wäre es ja wie ein Mensch. Aber es hat ein Gehirn. Hast du gesehen, wie Professor Eugenius den Computer mit dem mechanischen Arm verbunden hat? Du meinst, der Computer ist ein Gehirn? Na, nicht ganz. Der Computer ist nur ein Stück Metall. Guten Morgen. Was einen Computer intelligent macht, sind die Programme darin. Stellt euch vor, ihr kommt von der Schule nach Hause und findet einen Brief von eurer Mutter. Zieh dich um, iss Mittag, mach den Abwasch und mach die Hausaufgaben. Ungefähr so funktioniert ein Computerprogramm. Es ist eine Abfolge von Befehlen, die der Computer ausführt. Einen nach dem anderen. Programme werden auch Applikationen genannt. Davon gibt es viele in Computern, Tablets und Smartphones. Computerprogramme sind es, die diese Geräte so schlau machen. Jetzt haben wir es. Ich habe das Programm optimiert. Mal sehen. Nun wird der Manipulator auf meinen Befehl, die schmutzige Tasse waschen. Manipulator, eine schmutzige Tasse. Eliminiere das Problem. Wird ausgeführt. Das Problem wurde eliminiert. Er hat sie wohl falsch verstanden. Ich versuch's nochmal. Räum die Scherben auf. Nicht verstanden. Nun, wisch den Boden. Nicht verstanden.
Wie wär's mit Befreie das Labor von allen fremden Objekten? Verstanden. Wird ausgeführt. Ich sehe zwei fremde Objekte. Hey, was wird das denn? Hey! Stopp! Sofort! Das sind keine fremden Objekte. Das sind meine Freunde. Schon besser. Noch ein fremdes Objekt. Ich bin nicht fremd. Ich gehöre hierher. Noch ein fremdes Objekt. Ich gehöre hierher. Noch ein fremdes Objekt. Fremdes. Genug! Stopp! Was? Du kriegst uns nicht? Du brauchst noch einen Arm. Verstanden. Armverlängerung. Stopp! Sitz! Platz! Ja. Oh, hierher! Ihr Programm scheint nicht zu funktionieren. Das ist sicher. Es gibt Fehlfunktionen. Moderne Geräte funktionieren oftmals durch den Befehl von verschiedenen Computerprogrammen. Diese Programme können Störungen haben. Zum Beispiel kann eine Autoalarmanlage ohne Grund losgehen. Oder ein Computer befolgt nicht mehr eure Befehle und macht von selbst komische Dinge. Oder das Handy friert ein und reagiert nicht mehr, egal wie oft man darauf drückt. Wenn das euren Geräten passiert, wird geraten, sie neu zu starten. Oder schaltet das Gerät aus und wieder an. Manchmal hilft das und das Gerät funktioniert wieder. Aber wenn das nicht hilft, braucht ihr vielleicht einen Techniker, der herausfindet, ob es am Programm liegt oder am Gerät selbst, so dass er es reparieren kann. Wie stoppen wir dieses Ding? Oh, ich glaube, dass wir den Manipulator vom Computer trennen müssen. Das ist genial. Ich lenke ihn ab und ihr zieht den Stecker. Hey, 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 hier, hier. Nein, das ist meine sensible Stelle. Autsch! Bist du bereit? Und eins! Autsch! Und zwei! Ich sehe, was da los war. Was? Das Programm hat einen kleinen Fehler. Jetzt müsste es klappen. Jetzt sollte er sich benehmen. Probieren wir es aus. Einen Moment. Auf keinen Fall. Es reicht für heute. Wir müssen erst dieses Chaos aufräumen. Keine Sorge. Der Manipulator macht das für uns. Schönheit. Die Werder. Und eins. Nicht übel. Was ist los? Schade, dass Feuer das nicht gesehen hat. Ich trainiere nur für die Schule. Du machst doch die ganze Zeit Drehungen und Verrenkungen für Feuer. Ich? Das ist doch vollkommen absurd. Nolik, mach langsam. Ja. Spule, spielen wir lieber etwas Schach. Aber ist der Rollkunstlauf nicht wunderschön? Dreh mich. Wie cool! Warum rufst du so laut? Ich habe gerade zwei Karten bekommen für den absolut legendären Vektor. Richtig. Und wer kommt mit dir? Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Was muss man da nachdenken? Lade doch einfach das allerhübscheste Mädchen der Schule ein. Stimmt's? Keine schlechte Idee, mein Freund. Hast du das gehört? Die Allerschönste wird eingeladen. Tja, ich bin gar nicht interessiert. Und weißt du was? Ich bin's auch nicht. Unsere Welt ist voller Schönheit. Es
gibt zahllose wunderschöne Pflanzen und Tiere, atemberaubende Berge, Wälder und Seen. Aber das reicht den Menschen nicht aus. Sie erschaffen auch selber schöne Dinge. Künstler malen schöne Bilder, Komponisten schreiben schöne Musik, Architekten schaffen schöne Gebäude und Modedesigner machen schöne Kleidung. Das betrifft sogar auch Wissenschaftler. Sie schaffen schöne Ideen. Diese Ideen können die Basis sein für neue Technologien, die das Leben der Menschen verbessern. Jeder hat seine eigene Vorstellung von Schönheit. Es gibt so viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Aber jeder versucht auf seine Weise schön zu sein. Sowohl Menschen als auch Fixies. Bitte hilf mir, Spule. Wie kann ich schön werden? Ich weiß nicht. Frag doch Werda. Sie hat das gewisse Etwas. Was hat sie? Was ist denn das Schönste an ihr? Oh, nun ihre Haarnadel, die Frisur. Das Grün steht ihr super. Grün ist schön. Aha. Okay, bis später. Spule. Was ist deine Meinung? Meinst du, Feuer mag Simka? Es sieht so aus. Ist das, weil sie rote Haare hat? Orange. Jetzt verstehe ich. Nun, ist das in etwa ihre Farbe? Nicht wirklich. Ich brauche mehr Grün. Was macht eine Person wirklich schön? Schicke Kleidung, knalliger Nagellack, gefärbte Haare? Das macht einen nicht unbedingt schön. Hier ist ein zuverlässigeres Rezept. Zuerst waschen und Haare kämmen. Seht ihr? So seht ihr gleich viel schöner aus. Nun die dreckigen, zerknitterten Sachen wechseln und etwas Sauberes tragen. Das ist sogar noch schöner. Und zu guter Letzt, wenn man weniger Süßigkeiten isst und ausreichend Sport treibt, dann wird man sicher ein hübscher Junge sein. Oder ein bezauberndes Mädchen. Los. Meinst du, du bekommst ein Autogramm von Vector für mich? Na sicher! Ich liebe seine Songs so sehr. Ich auch. Besonders der Song, der so geht. Computer, 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 du bist super. Ich spiel gern am Computer und meistens richtig laut. In jeder Minute wär ich gern am Computer. Doch nein, 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 das ist nicht erlaubt. Ich hatte keine Ahnung, dass du so ein Fan bist. Weißt du was? Ich hole dir kein Autogramm. Warum denn nicht? Weil du es selber bekommst. Weißt du was? Ich habe eine Extrakarte. Ah, ich dachte, du nimmst das schönste Mädchen mit. Ihr seid doch alle sehr schön. Und mit dir macht es am meisten Spaß. Los gehen wir. Stopp! Ha, wartet! Oh, Simka? Oder Werda? Wohin geht ihr? Was meinst du, wohin? Zum Konzert. Werda? Nein, Simka. Oder andersrum? Ich bin so verwirrt. Komm schon, Spule. Erkennst du sie denn nicht? Das ist Simka und das hier ist Werda. Gehen wir, sonst kommen wir zu spät. Blondinen haben immer Glück. Ja, wahrscheinlich hätten wir uns blond färben sollen wie Spule. Das war's. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Und 101, 102, 103, oh, 104, jetzt fällt es mir 100 ein. Und nullig. Hey, komm schon. Tom Thomas hat mir versprochen, dass ich mit ihm draußen Fahrrad fahren darf. Ich muss losgehen. Du Glückspilz, ich würde so gerne Fahrrad fahren. Ja, das würde ich auch gern. Ihr dürft nicht gehen. Warum nicht? Tom Thomas ist nicht euer Freund, okay? Er hat nur mich eingeladen. Wenn ihr eine Fahrradfahrt genießen wollt, dann sucht euch gefälligst einen eigenen Menschenjungen. Hey, Tom Thomas, bist du bereit? Geht nicht. Wir können nicht losfahren. Das Rad hat ein Loch. Ich habe versucht, es aufzupumpen, aber die Luft strömt raus. Was sollen wir jetzt tun? Ich dachte, du weißt das. Du bist doch ein Fixie. Ich habe es noch nicht gelernt. Warte kurz. Spule, Pfeffer, wartet kurz. Wir haben ein Loch im Fahrradreifen gefunden. Meinst du das, welches nur Freunde mitnimmt? Sei doch nicht so. Bitte helft mir. Ich dachte, Tom Thomas wäre nur dein Freund. Warum kommst du nicht und fragst ihn selbst? Er könnte dann auch dein Freund sein.
Seit Tausenden von Jahren helfen Räder Menschen auf der ganzen Welt. Der Vorfahre des Rads ist ein Baumstamm. Menschen legten Stämme unter schwere Lasten, um sie zu bewegen. Dann hatten Menschen die Idee, die Stämme in Scheiben zu sägen und die Scheiben durch eine Achse zu verbinden. Und da war es, das Rad. Räder machten das Leben angenehmer. Später kamen Räder mit Speichen, Metallfassungen und Gummireifen. Bald darauf rollten die Menschen auf der ganzen Welt mit allen möglichen Fahrzeugen umher. Töpfer, Mühlen, Uhren. Es gibt so viele Verwendungen für Räder. Und mit der Dampflok, Dampfschiffen und Autos verbreiteten sich die Räder auf der ganzen Welt. Sie haben sogar den Planeten Mars erreicht. Das Rad ist wirklich eine der einfachsten und erstaunlichsten Erfindungen des Menschen. Es ist ab. Und was jetzt? Jetzt muss der Schlauch raus. Meinst du dieses Gummiding? Ja, das ist der Fahrradschlauch. Da muss irgendwo ein Loch sein. Pump ihn auf, Tom Thomas. Dann sehen wir, wo die Luft rauskommt. So findet man kaum das Loch, Nullig. Warum denn nicht? Weil das Loch wahrscheinlich winzig klein ist. Wie findet man es sonst? Um es zu finden, brauchen wir Wasser. Wieso? Ja, wieso? Jetzt verstehe ich, warum wir Wasser brauchen. Da, seht ihr die winzigen Bläschen? Ja, seht ihr? Das ist die Luft aus dem Schlauchinneren. Das bedeutet, das Loch ist hier. Nullig, du bist ein Genie. Hua! Ich habe es gefunden. Schaut! Überlass das bitte mir. Ich habe den richtigen Klebstoff im Packomat. Das Loch ist genau hier. Ich hab's entdeckt. Aber erst müssen wir das Gummi trocknen. Sieht trocken aus. Dann können wir jetzt kleben. Es ist repariert. Tilly! Alles klar, alles bereit. Spule, kommt ihr mit? Ich weiß nicht. Wir wurden nicht eingeladen. Ich bin sicher, er wird euch einladen. Stimmt's, Tom Thomas? Natürlich werde ich das. Wir sind doch Freunde, oder? Fahren wir los! Seht das Rad, es erspart uns viel Zeit, welch ein Segen. Seht das Rad, seht das Rad. Für Simka. Wir machen ihn für uns alle. Eine tolle Idee. Ich werfe den Ball in den Korb und Nullig wird es filmen. Was sollen wir tun? Ihr könnt sein, was ihr wollt. Die Cheerleader oder Trainerinnen. Ja, eine Cheerleaderin. Ich bin dabei. Filme wurden vor mehr als 100 Jahren erfunden. Nach der Erfindung des Zelluloid-Films. Ein Film besteht aus einer Serie kleiner Fotos namens Frames. Wenn man sich die Frames schnell ansieht, eins nach dem anderen, sieht es so aus, als ob das Bild auf dem Bildschirm anfängt, sich zu bewegen. Schwer zu glauben, aber die ersten Zuschauer hatten Angst, als sie auf der Leinwand einen auf sie zurasenden Zug sahen. Zuerst waren die Filme stumm. Erst später lernte man, wie man Filme mit Ton macht.
Und bald darauf lernte man, wie man Filme in leuchtenden, schönen Farben macht. Heutzutage wird nicht mehr auf Film gedreht. Heute werden Filme mit Digitalkameras gemacht. Heute sind in fast allen Handys und Tablets Digitalkameras eingebaut. So kann jeder einfach seinen eigenen Film drehen und ihn mit seinen Freunden teilen. Feuer, was ist drauf? Keiner wirft die Erde. Hey, die Kamera ist doch noch gar nicht an. Macht euch bereit. Los geht's. Und Feuer, was ist drauf? Keiner. Schnell, die Erde. Ich war's. Zeig mal. Und Feuer, was ist drauf? Und wo ist der Ball? Er flog. Dorthin. So geht das nicht. Du musst den Ball filmen, wie er durch die Luft fliegt. Verstehe. Auf die Plätze. Und wo bin ich? Du bist irgendwo da drüben. Und wir sind nicht im Bild. Wozu machen wir das dann? Norlik, achte darauf, dass alle im Bild sind. Okay, ich versuch's. Feuer filmt? Nein, Norlik. Es ist besser, wenn Feuer wirft und du filmst. Feuer trifft auch nicht immer. Versuche du mal zu treffen, wenn die alle im Weg stehen. Ah, jetzt sind wir schuld. Warum lernst du nicht zu spielen? Streitet ihr schon wieder? Wir drehen einen Film. Wow, kann ich ihn sehen? Da gibt es nichts zu sehen. Ich habe nur Teile. Und keiner ist gut. Keine Sorge, das ist kein Problem. Was ihr jetzt braucht, ist Schnitt. Was brauchen wir? Filme werden normalerweise nicht an einem Stück gedreht, nur ein Teil nach dem anderen. Und jedes Stück kann mehrmals gedreht werden, mit der Kamera in verschiedenen Perspektiven. Dann kann man daraus auswählen. Nach dem Dreh kann man die besten Teile nehmen, sie aneinander reihen und daraus dann den Film machen. Diesen Prozess nennt man Schnitt. Mit dem Schnitt kann man Filme machen, die etwas zeigen, das man unmöglich an einem Stück drehen könnte. Also mal sehen. Für den ersten Dreh haben wir dieses Take hier. Für den Ball, der in den Korb geht, das hier. Und ich mag das hier, wo ich werfe. Und vergiss nicht mich und Spule. Natürlich nicht. Und das ist unser Film. Der Film ist super! Darf ich auswählen? Ja, gerne doch. Das können wir jetzt unserem Lehrer zeigen. Und auch Ziffer. Und Papus und Marcia. Seht, das ist meine Version des Films. Was war das? Das stimmt doch nicht. Oh doch, mit meinem Schnitt. Das ist nicht fair, Norlik. Feuer konnte den Ball 100-mal treffen, unbearbeitet. Du sicher nicht. Hey Leute, streitet euch nicht. Soll ich euch beibringen, wie man den Ball ins Netz wirft? Ja! Alles klar, dann mal los und hopp! Feuer hat es drauf. Keiner wirft wie er. Der Papagei. Lisa! Willst du dein Futter? Wow, Tom Thomas! Wer ist das? Simka, Norlik, das ist Lisa. Mein Papa hat sie aus Afrika. Oh, kaum zu glauben! Du hast einen echten Papagei? Kann der reden? Papa hat gesagt, sie kann. Aber ich habe sie noch nicht gehört. Nun mal sehen, ob sie kann. Okay, sag, Lisa ist ein lieber Vogel. Nein, sie soll meinen Namen lernen. Das wäre so cool. Lisa, sag Norlik. Das ist mein Name. Sie will über Norlik nicht sprechen. Vielleicht spricht sie keine menschliche Sprache. Oh.
Anscheinend spricht sie die Hundesprache. Nein, Nolik. Sie spricht überhaupt keine Sprachen. Wie kann sie dann sprechen? Papageien können viele verschiedene Klänge imitieren, die sie hören. Zum Beispiel Hundebellen oder das Klingeln des Telefons. Papageien können auch Worte nachahmen und sogar ganze Sätze der menschlichen Sprache. Aber Papageien verstehen nicht die Bedeutung der Worte, die sie sagen. Sie wiederholen einfach nur wie ein Plattenspieler. Hey, hallo! Hey, hallo! Deswegen wird man kein echtes Gespräch mit einem Papageien führen können. Auch dann nicht, wenn es ein sprechender Papagei ist. Dann lassen wir sie eben etwas wiederholen. Hey, Lisa! Tedish, das ist der besondere Ausruf der Fixies. Sag es! Fixies haben einen besonderen Ausruf. Tedish! Mein Papa ist zurück. Schnell, verstecken wir uns! Hallo? Und, wie läuft's? Redet ihr beiden schon miteinander? Ich kann sie nicht dazu bringen, etwas zu sagen. Ja? Lisa, wie geht's? Lisa ist ein guter Vogel. Vorhin hat sie gar nichts gesagt. In meiner Nähe redet sie gerne. Lisa ist ein guter Vogel. Nolik ist mein Name. Wer ist denn Nolik? Nein. Lisa meint, sie hat kein Glück im Spiel. Welches Spiel? Verstecken wir uns. Schnell, verstecken. Wir haben Verstecken gespielt. Mit dem Papagei? Aha. Fixies haben einen besonderen Ausruf. Fixies haben einen besonderen Ausruf. Was? Fixies? Einen besonderen Ausruf? Nein. In Physik gibt es Formeln und so. Das lernen wir gerade in der Schule. Naja, wie besonders Physik ist. Wow, beeindruckend. Na dann mach weiter so, mein Sohn. Die Fähigkeit, das zu wiederholen, was Menschen sagen, haben nicht nur Papageien. Krähen, Stare und andere Tiere können das auch. Und abgesehen von Tieren können auch Maschinen die menschliche Sprache wiedergeben. Zum Beispiel, wenn ihr jemanden anruft und hört, bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Das ist ein Anrufbeantworter, der eine aufgenommene Stimme nutzt, um den Anruf zu beantworten. Noch ein Beispiel ist die Stimme in Zügen und Bussen, die die Haltestellen ansagt. Solche Stimmen sind normalerweise Aufnahmen, die immer wieder wiederholt werden. Heute gibt es auch künstliche Stimmen auf Computern, Tablets und Smartphones, die Text lesen und ihn wiedergeben können. Aber auch wenn eine Maschine weiß, was ihr sagt, weiß sie trotzdem nicht, warum ihr es sagt. Das verstehen nur Menschen. Und natürlich Fixies. Ha? Tom Thomas, du bist ein Held. Du hast dich da wirklich gut rausgeredet. Und Lisa, böser Vogel, du hättest uns fast verraten. Pass auf mit diesen Papageien. Ich verstehe. Lisa, hör zu. Vergiss alles, was wir gesagt haben. Und erwähne nie wieder Nolik, okay? Ja, überhaupt nichts über die Fixies. Ja, wenn du einen Fixie triffst, bitte, verrate es nicht. Verstehst du? Ah, sie nickt. Sieht aus, als hat sie verstanden. Lass uns schnell gehen, damit sie uns so schnell wie möglich vergisst. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Aha! Tedish, Tedish, Tedish! Das Bauset. Tom Thomas! Hä? Warum sitzt du im Dunkeln? Weil es so besser aussieht. Guck doch mal. Ah! Oh, seht euch das an! Was für ein wunderschönes Schloss das ist! Wie aus einem Märchen. Nein, es ist aus meinem Bauset. Ich hab's selbst zusammengebaut. Cool. Spiel mir Ritter. Ich liebe dieses Spiel. Und der alte Drachen auch. Wer hat die schöne Prinzessin in dieses Schloss eingesperrt? Ich bin natürlich die Prinzessin. Oh, wo ist der tapfere Ritter, der mich vor diesem bösen Drachen retten wird? Warte, ich rette dich, Simka! Nolik, du siehst wirklich nicht aus wie ein Ritter. Du hast nicht mal eine Rüstung. Rüstung?
bin gleich zurück. Mit einem Bauset kann man viele verschiedene Dinge aus einem Set von Bausteinen bauen. Setzt man sie so zusammen, hat man ein Haus. Und so ein Auto. Oder so ein Raumschiff. Die Teile können auch aus Metall und durch Schrauben verbunden sein. Manche Bausteine bestehen aus Plastikteilen, die man zusammenstecken kann. Andere Sets sind Modelle, wo die Teile zusammengeklebt werden. Es gibt auch Magnetsets. Legt die Teile zusammen. Durch die magnetische Anziehung haften sie. Pass auf, Drache! Und wo ist das Schloss? Der Planet wurde von Robotern angegriffen. Sie haben das Schloss zerstört. Ach, und sie haben mich entführt. Und bist du noch eine Prinzessin? Na klar bin ich noch eine Prinzessin. Oh, rette mich, tapferer Ritter. Gut. Was ist hier los? Das ist ein magnetisches Bauset. Und deine Rüstung besteht aus Metall. Also wirst du von den Magneten angezogen. Tom Thomas, das ist nicht fair. Mach mich hier los. Okay. Oh, rette mich. Hilf mir. Du musst mich retten. Halte durch. Ich komme gleich zurück. Ich muss mein Kostüm wechseln. Kann nur noch ein tapferer Ritter. Ich hab doch schon den Ritter gespielt. Dann spiele neben noch mal. Na gut, aber das ist das letzte Mal. Und baut gefälligst nichts um. Simka, bin gleich zurück. Und denke nicht mal daran zu flehen. Und so geschah es, dass jeder die arme Prinzessin im Stich ließ. Oh. Simka ist meine große Schwester. Deswegen meint sie, sie könnte mich herumkommandieren. Aber ich nehme es ihr nicht übel, denn sie ist sehr klug und sie denkt schnell. Wahrscheinlich weiß niemand so viel über Geräte wie sie. Mit ihr ist es immer interessant und sie ist wirklich sehr schlau. Sie bekommt nur Einsen in der Schule. Alle in der Klasse lieben sie. Nur sie und Werder verstehen sich nicht so gut. Das ist wegen Feuer. Nun, ihr wisst schon. Manchmal ist Zimka viel zu streng mit mir. Du das nicht, fass das nicht an. Aber wenn sich ein aufregendes Abenteuer ankündigt, ist sie immer ganz vorne mit dabei. Simka ist mutig und sie ist geschickt. Ja, sie ist immer für eine Herausforderung zu haben. Ich habe eine tolle Schwester, aber behaltet das für euch. Denn wenn ihr es ihr sagt, bildet sie sich noch was drauf ein. Wie lange soll ich denn noch hier sitzen? Hey, irgendwer? Kaubacke, gib das zurück! Geh, raus hier! Geht's euch gut? Ich kann euch ja keine Minute alleine lassen. Ja, ich glaube, es geht schon. Nulle kam rechtzeitig und hat mich diesmal wirklich gerettet. Wie ein ganz echter Ritter. Ach, komm schon. Ein Ritter? Das ist kein Witz. Du verdienst es, Ritter zu sein. Und jedes Lebewesen vor fiesen Kaubacken jederzeit zu schützen. Ich schwöre. Oh, kühner Fixie. Ich schlage dich nun zum Ritter. Sir Nolik. Hurra, hurra, hurra. Dich. Das Bügeleisen. Fertig. Danke für eure Hilfe. Professor Eugenius. Ja, Elisa? Die Preisverleihung ist in einer Stunde. Sie müssen bald los. Ich weiß doch, Elisa. Wofür kriegen Sie denn einen Preis? Es geht um das Genie des Jahres. Nicht gerade bescheiden, aber wohlverdient. Wow. Und Sie bekommen den Preis? Nun,
Ja? Kommt das ins Fernsehen? Aber klar doch. Cool. Und können Sie mich in Ihrer Rede grüßen? Und mich, und mich. Und Zunka. Ja, sagen Sie Folgendes. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und die Fixies grüßen. Das ist ja eine großartige Idee. Dann erfährt die ganze Welt von den Fixies. Professor Eugenius, habe ich nicht vorhin hier ein Bügeleisen gesehen? Hm? Hm? Oh! Ach, kommen Sie, Lisa. Das ist doch nicht nötig. Da gibt es keine Diskussion. Sie müssen einfach perfekt aussehen. Sonst denken doch alle, ich würde mich nicht um Sie kümmern. Erst lasse ich das Bügeleisen aufwärmen und dann bügle ich Ihren Anzug. Der wichtigste Teil eines Bügeleisens ist die Heizspule. Sie liegt in der Bügeleisensohle versteckt. Wenn das Bügeleisen an Strom angeschlossen wird, wird die Spule heiß und erwärmt die Sohle. Ein Bügeleisen braucht man, um Falten in der Kleidung zu glätten. Bügeleisen haben auch einen Wassertank. Wenn das Wasser erhitzt, wird es zu Dampf. Der Dampf kommt durch die Löcher in der Bügeleisensohle. So wird es einfacher, Falten zu glätten. Das ist heiß. Jetzt muss ich es nur noch mit Wasser füllen, Professor. Das ist doch Wasser, oder? Wasser. Selbstverständlich. Was soll es denn sonst sein? Nein. Moment. Das ist kein Wasser. Was denn sonst? Nun, es ist Saft. Saft? Ja, Saft. Oh nein, das hält das Bügeleisen nicht aus. Und es stinkt so widerlich. Ich habe es kaputt gemacht, wie schrecklich. Nein, Elisa, machen Sie sich nicht verrückt. Mich nicht verrückt machen? Es ist die Genie des Jahreszeremonie und Sie werden in einem zerknitterten Anzug vor dem ganzen Land stehen. Oh, das überlebe ich nicht. Elisa, halten Sie durch, passen Sie auf. Elisa! Elisa. Professor Eugenius, ist alles okay? Ach, könnte nicht besser sein. Wir kümmern uns um das Bügeleisen. Und Sie kümmern sich so lange um Elisa. Ach, das wäre toll. Sieh dort drüben. Ich repariere den Kontakt. Du und Noli könnt den verbrannten Saft abkratzen. Elisa, bitte wachen Sie auf. Geschafft! Es ist repariert. Elisa, Sie sollten das Bügeleisen sehen. Es funktioniert. Was? Und ich liege hier nur herum? Ich muss mich beeilen. Bügeleisen und Anzug. Zerknitterte Kleidung ist nicht gerade schön. Und deswegen haben Menschen schon zu Urzeiten versucht, Falten loszuwerden. Zum Beispiel, vor langer Zeit legten Menschen ihre Kleidung unter einen schweren, glatten Stein. Im antiken Rom schlugen Menschen ihre Gewänder mit einem Metallhammer. Und in China wurde Kleidung mit heißen Bratpfannen gebügelt. Bügeleisen in der Form, die wir heute kennen, erschienen erstmals im Mittelalter. Sie waren aus gegossenem Eisen und mussten in einem Ofen erhitzt werden, bevor sie genutzt werden konnten. Später erhitzte man das Bügeleisen, indem man heiße Kohle hineinlegte. Und endlich, im 19. Jahrhundert, wurde das praktische elektrische Bügeleisen erfunden und wurde seitdem genutzt. Und der Preis für das Genie des Jahres geht an Professor Eugenius. Bravo, Professor. Danke sehr. Meinen aufrichtigen Dank an Sie. Bei dieser Gelegenheit sende ich meine Grüße an die Fix... An alle Fixie-Physiker. Gebt den Preis schon her. Ach, das war echt knapp. Brillant. Er ist einfach sensationell. Perfektion von Kopf bis Fuß. Nun ja, fast perfekt.